meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es gibt heute wieder ein neues Video und dieses Mal soll es um das Geschäft mit dem Kinderwunsch gehen. Das Geschäft mit dem Kinderwunsch. Ich glaube, jede einzelne von uns hat schon irgendein Helferchen gekauft, dem nachgesagt wird, dass es beim Kinderwunsch hilft, schneller schwanger zu werden. Ob das Granatäpfel sind, die extra gekauft wurden, oder Granatapfelsaft, oder ob das eine Zwiebelkur oder was weiß ich ist. Ich möchte heute mit diesem Video ein bisschen sensibilisieren, beziehungsweise einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass halt einfach nicht alles dem nachgesagt wird, dass es ja wunderbar ist und super toll und dass es wirklich hilft, dass es tatsächlich auch so ist. Es gibt viele Produkte, die wirklich ganz, ganz tolle Rezensionen haben. Es gibt auch viele Produkte, die von anderen YouTubern, ich sag mal größeren YouTubern, unter anderem auch empfohlen werden, weil sie dafür das Produkt kostenlos bekommen haben oder weil sie halt auch Geld dafür bekommen, dieses Produkt zu bewerben. An sich überhaupt nichts Verwerfliches, wenn das zu einem passt und man selber das gut findet, es soll überhaupt gar keine Kritik sein. Mir geht es nur darum, einmal zu sensibilisieren, weil gerade mit dem Kinderwunsch sehr viel Geld gemacht wird. Da steckt viel Geldmacherei dahinter und leider auch auf sämtlichen Ebenen, die man so eventuell in seinem Kinderwunsch durchläuft. Fangen wir doch mal an. Also ich habe hier so eine kleine Liste geschrieben mit einigen Dingen, die mir wichtig waren, sie zu erwähnen. Und ich versuche so ein bisschen die Timeline einzuhalten von wir möchten die Pille absetzen und wollen einfach nur die Chance erhöhen, natürlich schwanger zu werden, zu, ja, bis zur ICSI oder einer anderen Form der künstlichen Befruchtung. Ja, das Geschäft mit dem Kinderwunsch, muss man dazu sagen, ist international wirklich sehr groß, es ist milliardenschwer. Frauen und auch Männer, also Paare in der Regel, geben sehr, sehr viel Geld aus für ihren Kinderwunsch und sind bereit, auch Kredite aufzunehmen, hohe Kredite, um ihren Wunsch von einer eigenen Familie wahr werden zu lassen. Das mal vorweg. Wir fangen an mit den Kleinigkeiten. Und die erste Kleinigkeit, die ich mir tatsächlich gekauft habe, und ich glaube, das wird vielen von euch bestimmt auch so gehen, waren Vitamine. Ich habe als erstes Folio Forte gekauft. Und dazu Ovos, also Ovulationsteststreifen. Ja, also bei den Vitaminen fangen wir an. Ich habe mir Mama-Vitamine gekauft beim DM. Ich habe mir Omega-3-Kapseln gekauft. Ich habe mir Vitamin D gekauft und Vitamin A. Ich habe Folsäure genommen und genug Eisen genommen. Ja, alles, wo man halt sagt, dass der Körper das braucht, um schwanger zu werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht gut ist, diese Dinge zu nehmen. Das wäre auch totaler Quatsch. Es ist sicherlich für den Körper in einer gewissen Menge wirklich sinnvoll, das zu nehmen. Und das, was der Körper halt nicht mehr aufnehmen kann, wird halt ausgeschieden. Ist also überhaupt nichts Negatives bei. Ich denke nur, man sollte sich bewusst machen, dass auch diese Dinge Geld kosten. Und dass man auch für diese Dinge halt Geld ausgibt. Ich habe es selbst gekauft, ich würde es auch wieder kaufen, weil es mir damit einfach gut geht. Ich fühle mich damit gut und es sind auch keine so hohen Investitionssummen. Ich würde wahrscheinlich nicht wieder so viele verschiedene Vitaminpräparate kaufen, sondern mich für ein oder zwei entscheiden. Und ja, aber wie gesagt, es hat auch viel damit zu tun, dass man sich halt zusätzlich zu diesen Vitaminen ausgewogen ernährt und gesund lebt. Und das ist eigentlich der Hauptschlüssel, um ja eventuell auch eine PCOS-Pause auszulösen oder ähnliches. Also klar, es gibt natürlich auch Erkrankungen, wo man sagt, okay, es bringt einfach nichts, aber eine gesunde Lebensweise ist, denke ich, sowieso für jeden von uns anstrebenswert. Ja, das waren die Vitamine. Und ich habe gerade eben auch schon erwähnt, ich habe mir zu den Vitaminen, oder zu der Folsäure zumindest, direkt Ovulationstests gekauft und 5 Schwangerschaftstests. Das waren Teststreifen von One Step, ich denke, die kennen auch die meisten von euch. Die sieht man auf Instagram immer wieder. Und ja, die habe ich bei Amazon bestellt und habe damit einfach drauf losgetestet. Ich wusste da ja noch nicht, dass ich PCO habe. Und ja, vollkommen in Ordnung, leicht anzuwenden. Ich habe sie halt in meiner Handtasche dabei gehabt und das klappte auch alles ganz gut. Die Anwendung ist einfach und sie sind halt auch nicht besonders teuer. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ovulationstests gibt. Es gibt nicht nur diese günstigen Streifen-Ovulationstests,
die ich jetzt gekauft habe bei Amazon von One Step oder von David oder wie die ganzen Marken heißen, sondern es gibt halt auch wirklich teure Ovulationstests von zum Beispiel Clear Blue. Die Ovulationstests von Clear Blue zeigen die 4 fruchtbarsten Tage an oder auch die 2 fruchtbarsten Tage, je nachdem welchen von diesen Ovulationstests man verwendet. Der misst genauso den LH-Wert wie alle anderen auch, aber natürlich gibt es immer Schwachstellen in der Zusammensetzung. Umso teurer, kann heißen umso besser, muss aber nicht heißen umso besser. Das gleiche gilt für die Schwangerschaftstests, die legt man sich vielleicht auch schon relativ früh zur Seite, weil man halt einen da haben möchte, wenn es dann doch klappt oder wenn halt die Mens nicht kommt oder man möchte frühzeitig testen. Ja, da hat man halt meistens dann doch einen Schwangerschaftstest liegen. Bei mir liegen aktuell 2. Bin ich ganz ehrlich. Und 5 habe ich schon verbraucht. 6 habe ich sogar schon verbraucht, weil man ja doch ab und zu mal das Gefühl hat, es könnte ja diesmal geklappt haben. Ja, bis jetzt durfte ich leider noch keinen positiven in der Hand halten. Ich hoffe, das kommt noch. Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man ja doch immer und immer wieder kauft. Und ich habe jetzt auch schon nachgekauft und habe mir gedacht, Mensch, 30 Euro hier, 30 Euro da, 20 Euro hier, es summiert sich ja doch. Und ja, so viel dazu. Zu den OVOs gibt es auch noch Ovulationsmonitore. Das bieten einige an, unter anderem halt auch Clearblue. Mit einem Ovulationsmonitor kann dann halt auch, können die fruchtbaren Tage bestimmt werden. Es wird sozusagen ein Zykluskalender digital erstellt und der sagt halt auch, wann, wie weit man in seinem Zyklus ist, welchen Zyklustag man hat, wann der Eisprung ist und ja, wenn man ES plus 10 ist, dass man ja schon testen könnte. Im Endeffekt nicht anders als jeder andere OVO auch, allerdings halt digital. Also für einige Frauen ist es ja auch einfacher, es digital zu haben, anstatt Striche zu deuten, kann ich hundertprozentig nachvollziehen, weil es ist ganz, ganz oft eine Interpretationssache bei diesen Strichen. Ist der jetzt genauso dunkel oder ist er noch ein klein bisschen heller? Ist er vielleicht auch schon dunkler als der andere Strich? Und es macht es einem natürlich einfacher, wenn man digital etwas sieht, zum Beispiel einen blinkenden Smiley oder einen stehenden Smiley. Ja, was gibt es noch? Es gibt natürlich noch, was ich auch ausprobiert habe, Zyklustees. Es gibt Frauenmantelkrauttee, es gibt Himbeerblättertee und es gibt noch ganz, ganz viele andere Tees, Nestreiniger und wie sie alle heißen, Zyklustee 1 und 2, Klapperstorchtee. Ganz, ganz viele Kräutertees. Im Endeffekt haben sie alle gemeint, dass es halt Kräutertees sind. Und ich denke, ein Kräutertee schmeckt ganz gut. Und ein Kräutertee ist bestimmt auch nicht schlecht für den Körper. Es ist aber nicht bewiesen, dass diese Kräuter tatsächlich schwangerschaftsfördernd sind. Und Experten sagen halt auch, man kann es machen. Es schadet auf jeden Fall nicht, aber sie können keinen Zusammenhang sehen zwischen Kräutertee trinken und erhöhter Schwangerschaftsrate. Ja, ich habe mir trotzdem gekauft oder mehrere gekauft. Ich finde, sie schmecken auch gut und ja, ich denke, viel falsch machen kann man damit nicht. Aber auch diese Tees kosten natürlich Geld. Was auch wunderbar ist, sind Spermavitamine. Es ist ja nicht nur so, dass die Frauen Vitamine zu sich nehmen können, sondern auch Männer können Vitamine zu sich nehmen, denen nachgesagt werden, dass sie die Qualität der Spermien steigern. Und ja, auch diese Vitamine kaufen wir alle, glaube ich, ziemlich gern, weil wir uns einreden, dass sie was bringen. Ob sie was bringen, ob sie nichts bringen, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich denke halt, es ist nicht falsch, es zu tun, aber ich denke auch nicht, es ist unbedingt notwendig, es zu tun. Also diese ganzen Mittelchen zu kaufen, ich denke, das ist auch viel Kopfsache. Und wenn es einen beruhigt, einen Kräutertee zu trinken, dann beruhigt es einen, einen Kräutertee zu trinken. Und wir alle wissen, dass auch ein Placebo-Effekt ein Effekt ist. Von daher bitte nicht auf den Fuß oder auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich jetzt irgendwas sage, denn ich selber habe diese Sachen auch alle gekauft. Also ich bin jetzt keine Scheinheilige, die so tut, als wenn alle nur Geld damit machen wollen und ich mich davon nicht hinters Licht führen lasse. Nein, ich kaufe diese Sachen auch, weil sie mir einfach ein gutes Gefühl geben. So, weiter. Wir hatten die Spermienvitamine. Es gibt auch einen Spermienchecker für zu Hause. Also ähnlich wie ein Ovulationstest oder ein Schwangerschaftstest gibt es auch die Möglichkeit, das Sperma des Mannes zu Hause zu testen. Mit solchen Sperma-Checkern soll einem gezeigt werden, ob genug Spermien vorhanden sind und wie die Qualität ist.
ob das wirklich alles so funktioniert, ja, wer weiß. Auf jeden Fall kostet es eine Menge Geld. Außerdem gibt es natürlich unendlich viele Bücher und Fachzeitschriften. Ja, es macht super viel Spaß, die zu lesen. Und ich denke auch nicht, dass das falsch ist. Aber auch diese Sachen kosten Geld. Und auch diese Sachen wurden geschrieben, um an euer Geld ranzukommen. Noch etwas, was viele Frauen machen und womit ich jetzt auch gerade angefangen bin, ist das Temperaturmessen. Auch dafür kaufen wir uns Temperaturmessgeräte, wie heißen sie? Thermometer. Wir kaufen uns Thermometer mit 2 Dezimalstellen, um messen zu können, wie unsere Temperaturkurve verläuft. Ja, super. Also ich mache es auch. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich tue etwas, obwohl ich ja momentan gesagt habe, ich möchte keine Hormone oder ähnliches nehmen, weil wir ja dann in 2 Monaten den Termin in der Kinderwunschklinik haben, unseren Ersttermin. Und deshalb habe ich halt gesagt, so ja, ich möchte jetzt keine Hormone mehr nehmen, ich möchte auch auf die ganzen anderen Zusatzstoffe verzichten, auch über, auf die Vitamintabletten und so, ich möchte jetzt einfach mal gar nichts nehmen. Und um aber irgendwie doch so ein bisschen noch das Gefühl zu haben, ich beschäftige mich noch mit dem Thema, habe ich mit der Basaltemperaturmessung angefangen und ich habe mir dafür ein neues Thermometer, nein, sogar 2 neue Thermometer gekauft. Wärme messen kann man natürlich überall am Körper und ganz neu ploppt überall das AVA-Armband auf. Ich habe mich auch damit beschäftigt, es ist ja viel auf Instagram, aber auch viel auf YouTube zurzeit. Und es ist ein Armband, das hier außen die Körpertemperatur misst und ich glaube auch den Schlafrhythmus und ich will nicht lügen, ich glaube, das misst auch noch den Puls, ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall soll es halt dabei helfen, die fruchtbaren Tage zu bestimmen. So eins habe ich mir noch nicht gekauft. Ich glaube auch nicht, dass ich es tun werde. Aber wie gesagt, es ist eine Möglichkeit des Tempi-Messens. Ich wollte es also auch erwähnt haben. Und ob es funktioniert oder nicht, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß aber, dass es definitiv ein Geschäftsmodell ist, dass eine Firma dahinter steht und dass die damit ihr Geld verdienen. Es gibt auch ein sogenanntes Kinderwunsch-Gleitgel, das ihr in Drogerien kaufen könnt. Also entweder bei Rossmann oder bei DM oder ich weiß nicht, welche Drogerien es noch sonst so bei euch zu Hause gibt. Ja, es ist ein Gleitgel, das dabei helfen soll, die Spermien oder den Spermien dabei helfen soll, in die Eileiter zu finden und zu den Eizellen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe aber schon mal den Gedanken gehabt, es zu kaufen. Muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ob es wirklich hilft oder nicht, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, wir haben es noch nicht ausprobiert. Bei uns ist es aber sowieso ein bisschen schwieriger mit dem PCO. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr freut euch drauf, nächste Woche dann den zweiten Teil des Videos zu sehen. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann Sonntag. Tschüss!